machst denn du da? Ich pflastere die Einfahrt. Hä? Ich mache Johannisbeermarmelade. Zu was noch? Weil die besser ist als die gekaufte. Schmeckt besser wie die gekaufte. Die schmeckt freilich besser wie die gekaufte. Ja? Bloß, dass du es nicht fressen kannst, weil es so sauer ist. Hockt sie sich stundenlang sinnlos hier und im Supermarkt kostet so eine Marmelade ein paar Pfennig. Wir haben Euro. Was? Wir haben seit ein paar Jahren Euro. Wo kommt denn heute im Fernsehen? Da, schau. Ich muss auch schauen. Ja, lauter Scheißdreck. Im ersten kommt Volksmusik, im zweiten kommt Volksmusik und im dritten, dass ich überall selbe kommt, kommt Volksmusik. Du brauchst ihn auch nicht einschalten. Ja, brauchst du nicht einschalten. Dann möchte ich aber wissen, für was ich Gebühren zahle. Tja, du zahlst ja keine Gebühren. Ja, für den Scheißdreck werde ich auch noch Gebühren zahlen. Keine müde Markgründe von mir. Wir haben seit ein paar Jahren Euro. Was? Wir haben. Wurscht. Da wäre ich auch noch zahlen dafür, dass er die Wildecker Herztäppen da nur einen fünften Topizenten auffressen können, oder? Und den blöden Schneckerlschädel von Gottschalk kann ich langsam auch nicht mehr sehen. Ja, brauchst ihn ja nicht anschauen. Ja, brauchst ihn ja nicht anschauen. Da kann ich ihn zum Fenster rausschmeißen, wenn ich ihn anschauen brauche, oder? Dann schmeiß ihn zum Fenster raus. Wenn du nichts dagegen hast, schmeiß ihn jetzt zum Fenster raus. Ja, na, schmeißen halt raus. Ach. Machst nicht einmal mit der Sauferei aufhören. Ja, das wäre mir ich von dir sagen lassen, wenn ich mir ein halbes Bier trinken darf. Ja, meinst du, dass das gesund ist? Was? Ja, da, die Sauferei und die Chipsfresserei. Ja, mir scheißegal, ob das gesund ist. Ja, dann mach nur so weiter. Aber mach eine Lebensversicherung, weil von dem bisschen Rente kann ich nicht leben, wenn es dich einmal über Stangerl haut. Ja, hast das wieder aus deinem Blädelheftel, oder? Hey, dass man gesund leben muss. Da brauche ich kein Heftel, dass ich weiß, dass man nicht saufen, nicht rauchen und keinen Dreck fressen soll. Wenn ich dich in den Dreck fressen soll. Was war noch mit dem Hans Wursten von Haus Nummer 28, oder? Hey, was war mit dem? Der hat nicht gesoffen, der hat nicht geraucht. Wenn der in seinem Leben eine Flasche Sechsufer hat, dann war alles beieinander. Biotomaten hat der nämlich gefressen. Und was war? Mit 40? Autounfall? Patsch? Tot? Ja, und? Was, ja, und? Tot war er, mit 40. Was hat denn das mit Rauchen und Saufen zu tun? Ja, eben nix. Nicht geraucht hat er, nicht gesoffen hat er. Wenn der in seinem Leben 5 Flaschen Sechsufer hat, dann war alles beieinander. Biotomaten hat er gefressen. Und was war? Mit 40 ist er in die Grube gefahren. Ja, aber doch bei einem Autounfall. Doch scheißegal, ob bei einem Autounfall oder bei einem Zeppelinabsturz. Tod ist tot. Ja, aber das kann doch immer passieren, egal ob einer sauft und raucht oder nicht. Bist du so begriffsstutzig oder tust du bloß so? Er hat nicht geraucht, er hat nicht gesoffen. Wenn der in seinem Leben 10 Flaschen Schnaps gesoffen hat, dann war alles beieinander. Biotomaten hat er gefressen. Und was war? Aus was? Du bist doch nicht ganz sauer, bist du doch nicht ganz... Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann haust du ab. Weiber und Logik. Leck mich doch am Arsch. Weiber und Logik. Im Supermarkt kostet so ein Glas Marmelade eine Mark.